Nächster Redner ist der Abgeordnete Andreas Winhardt von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, moderne Technologien haben nicht nur unsere Lebensweise stark verändert, nein, sie verändern natürlich auch die Jagd. Die AfD tritt dabei für ein modernes und aufgeklärtes Bild der Jagd ein. Anstatt restriktiver Vorgaben wollen wir ein maximales Maß an Freiheit bei der Anwendung neuer Technologien. Wir verbinden den Begriff der Weitgerechtigkeit als eine verträgliche Form der Jagd, die durch aktiven Tier- und Naturschutz Lebewesen, Gesellschaft und Jäger verbindet. Im Hinblick auf die Nachzieltechnik sehen wir die Vorteile, die sich hier bei einem verantwortungsbewussten Umgang ergeben. Durch verbesserte Ziel- und Detektionsmöglichkeiten werden Fehlschüsse vermieden und auch unnötiges Tierleid verhindert. Längst prägt der Mensch das Gleichgewicht in der Natur und dieses Faktum zu leugnen wäre naiv. Selbstverständlich erhöht sich durch moderne Technologie die Möglichkeit des menschlichen Eingriffs in den Lebensraum der Tiere, weswegen bestimmte Restriktionen, wie wir sie auch in Bezug auf Schalwild abseits des Schwarzwildes fordern, als durchaus sinnvoll. Es ist ja bekannt, dass die Grünen gern auf alles Tag und Nacht schießen wollen, was auch nur ein Bäumchen anknappert. Das ist im Grundsatz falsch und pure grüne Ideologie. Was die FDP allerdings in ihrem Antrag vergessen hat, ist der praktische Nutzen, den eine Möglichkeit zur Bejagung von nachtaktivem Raubwild mit sich bringt. Wenn man nachts schon auf Schwarzwild ansitzt, spricht nichts dagegen, dann auch, wenn sich die Gelegenheit bildet, Raubwild mitzubejagen. Fragen Sie mal am besten Ihren Oberjäger Christian Lindner, der hat jetzt öffentlichkeitswirksam seinen Jagdschein gemacht. Die verbesserten Möglichkeiten der selektiven Entnahme von Raubwild können dazu beitragen, den Erhalt von Wiesenbrütern und Feldhasen besser als bisher zu gewährleisten. Das ist ein aktiver Beitrag der Jagd zum Artenschutz und zur Biodiversität. Ich denke, wir brauchen eine gewisse Offenheit für die Anwendungsgebiete neuer Technologien. Mit der Stärke des menschlichen Eingriffs muss auch das individuelle Verantwortungsbewusstsein wachsen. Wir müssen daran arbeiten, die Jagdethik weiterzuentwickeln, um mit den technologischen Neuerungen Schritt zu halten und aus dem völlig falschen Leitsatz Wald vor Wild abgeleiteten Maßnahmen nachts auf Rehwild schießen zu lassen, so wie es Herr Hartmann vorschwebt. Das darf niemals eine Maxime für handelnde Jäger im Sinne der Waldgerechtigkeit werden. Wenn man dem Jäger effiziente Werkzeuge zur Erfüllung seiner Aufgaben verwehrt, dann ist es so, als würde man ihm zum Schnitzen ein stumpfes Messer reichen. Jeder weiß, dass dabei viel mehr schiefgehen kann, als wenn man es mit effizienten Mitteln tut. Daher stimmen wir hilfsweise, und ich betone hilfsweise, dem eingeschränkten Dringlichkeitsantrag der FDP zu, bitten aber um Zustimmung zu unserem erweiterten Dringlichkeitsantrag unserer Fraktion. Vielen herzlichen Dank. Der Redner ist der Abgeordnete Alexander Flierl von der CSU-Fraktion.